Herzlich willkommen zurück, schön, dass ihr da seid. Ich bin's, euer Sly. Und wenn ihr diesen Startbildschirm seht, wisst ihr immer, ja, das Ganze ist eine Woche her. Bei euch zwar gestern, aber für mich jetzt gerade live eine Woche her. 12 Stunden, knapp 90%. Hört sich doch gut an. War ich in Burg Schlüsselstein das letzte Mal hängen geblieben? Was wollte ich denn hier? Wollte ich irgendwas in Burg Schlüsselstein? Was wollte ich denn? Ich habe alles vergessen, das ist eine Woche her. Mein Siebhirn hat gesagt, keine Ahnung. Okay, gehen wir zum gestrandeten Seemann. Der sagt mir ja zumindest, ob ich noch irgendwie ein Secret offen habe. Habe ich noch einen Samen? Ich habe nicht mal mehr einen Samen. Ja. Danke, Jefferson. Wir wissen das. Komm, essen wir mal eine Runde. Ich will nur wissen, ob ich noch ein Secret habe, das ich irgendwo verpennt habe. Nam, 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 nam. Nicht zu fassen, du hast alle Geheimnisse dieser Insel ebenso schnell aufgedeckt, wie du diese Schüssel Fischeingeweide geleert hast. Ja, Leute, es gibt nichts mehr zu entdecken. Okay. Ja, es gibt nichts mehr zu entdecken. Das war's. GG. Danke fürs Zuschauen. Aber ich habe noch nicht alles entdeckt. Ich habe doch noch zwei Dinge hier. Vielleicht kommen die noch. Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Wo war denn der Große, den ich jetzt umhauen musste? War der nicht hier oben irgendwo? War der denn? Ah ja, genau hier. Ja, hauen wir den Lord Commander um, wa? Hilft ja alles nicht. Also ich frage für einen Freund, aber was ist denn hier los? What the fuck? GeForce-Treiber ist verfügbar? Mein Sound gerade abgeschmiert? Das Spiel ist abgeschmiert? Nein. Sound ist da. Hallo? Gerät wechseln? Das ist was. Ach, weil GeForce. Ach, weil der Treiber reingespielt ist und das Spiel rausgezoomt hat. So, für euch, liebe Leute, Chat, ist alles wieder gut. Ihr seht was, ihr hört was. Ihr seid bedient. Ah, ich glaube, ich muss da oben erst irgendwie reden mit dem. Kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt so einfach ist. Der Lord der Türen. Ich habe dich beobachtet, junge Krähe. Ich dachte nie, dass es tatsächlich so weit kommen würde. Aber hier sind wir nun. Jeder aus meinem Geschlecht wurde erschaffen von dem Lord, der ihm vorausging. Und dazu ausgebildet, nach dessen Hinscheiden seine Aufgabe zu übernehmen. Am Anfang unserer Entstehung erfahren wir bereits die Stunde unseres Todes. Mein Vorgänger, mein Schöpfer, war ein kaltherziger Tyrann. Er war besessen von Regeln und Ordnung und der Art, wie die Dinge zu sein hatten. Der alte Trottel hat mir noch nicht einmal einen Namen gegeben. Kannst du dir das vorstellen? Wie gesagt, Leute, Chat, einmal bitte Feedback, ob hier soundtechnisch alles in Ordnung ist. Ich bin auf euch angewiesen. Das wäre super nett. Dankeschön. Wie würde wohl dein Leben verlaufen, wenn du von Anfang an genau wüsstest, wann du stirbst? Wenn jeder Moment deiner Existenz sich nur nach ihrem Ende dreht?
Ich musste alles tun, was in meiner Macht stand, um mich davor zu bewahren. Ich weiß, dass meine Handlungen nicht ganz moralisch sind. Vielleicht noch nicht einmal vertretbar. Aber ich kann doch nicht einfach so sterben. Weigere mich, kampflos abzutreten. Nun denn, junge Krähe. So, meine Ohren hier wieder richtig. Weil, wenn die genau drauf sitzen, ist mir ein bisschen zu warm dafür. Bist du bereit, um dein Leben zu kämpfen, so wie ich um meins kämpfe? Warum ist da eine Tür? Nice try, alter Mann. Nein! Doppeldamage! Unnütz! Dankeschön. Dankeschön. Ich will mal gerade was wissen. Und natürlich, mir fehlt nur noch eine Pflanze. Was ist denn hier? Wenn hier der Kampf schon mit dem Lord Commander ist, ne? Was zum Pimpernella ist denn hier unten? Nichts. Ja, glaube ich nicht. Da muss ja irgendwas sein. Sei voll in Fahrt. Ja, ja, ja. Ihmchen Sound und so weiter ist alles in Ordnung, oder? Was heißt? Jawohl, danke schön. Ach, fucking hell. Okay, einer weniger. Okay, der tut jetzt anscheinend die ganze Zeit irgendeinen Scheiß mit mir machen. Okay, da tun sie halt die Levels nochmal cyclen. Okay, ergibt Sinn. Meine Priester, wirklich.
hat er sich auch einfach verpisst wieder, weißt du? Stell dich wie ein Mann! Oh! Ist ja gut, Junge. Also er kriegt schon gut aus dem Maul von mir, ne? So ist es nicht. Hauptsache, die Dinger können jetzt gerade. Habt doch jetzt schon auf die Scheiße keinen Bock, ey. Er verpisst sich doch nur die ganze Zeit. Was passiert, wenn ich ihn besiegt habe? Kommt da noch jemand? Wow. Betty Move machst du? Das war nicht fair! War nicht fair! Guck mal, er war schon fast down. Das Schlimmste, es gibt keinen Zwischenspeicher. Ich muss jetzt den ganzen Kampf normal machen, wahrscheinlich, ne? Ah, naja, okay. Doch nicht. Ich finde das sehr cool, wie er mit dem Finger dieses Schnitten macht. So, hier so. Da eine Tür hin, da eine Tür hin. Na, fucking hell. Gekriegt. Ach komm. Das Gefühl hat weniger Damage als zuvor. Naja, müssen wir es halt nochmal machen. Kommst nicht drum rum. Jetzt noch eine Pflanze, ne? Das wäre schön, dann könnte ich mich nicht heilen. Aber gut, 50%, komm. Bisschen hier. Nur so ein bisschen. Ich hab nicht viel erwartet, aber ja. Na komm. Wenn ich den dann vielleicht schaffe, vielleicht starte ich dann ja danach hier. Komm.
Stirb! Okay, ich gehe nochmal durch alle Areale. Zwei Hit, immerhin. Aber bisher muss ich sagen, ein wirklich sehr gutes Spiel, ne? Fuck you. Was ist ein Schweinepriester? Na toll, one hit. Wenn ich Glück habe, kann ich vielleicht gleich von hier wieder starten. Schauen wir mal. Ja, leck mich. Ich bin am Startgebiet? Nee, ich kann hier nicht mal drücken. Ich habe zwar auch plötzlich wieder volles Leben. Irgendwas ist nicht richtig. Something off. Irgendwas ist nicht richtig. Oh. Okay, hier ist also. Wir beide wieder. Warum sind wir hier, Krähe? Warum gibt es mich überhaupt? Damit ich die Fußstapfen meiner Vorgänger trete? Und immer, um immer wieder dasselbe zu tun? Und warum? Wozu soll das gut sein? Schließlich müssen wir doch alle sterben. Das werde ich wohl niemals erfahren. Denn ich werde niemals sterben. Oh, er holt die ganzen Seelen. Der letzte Lord der Türen. Phase 2, Baby. Nein. Hey, nein. Sag mal. Nein! Aua! Knackig! Na, immerhin starte ich hier, aber... Wahrscheinlich ist das Beste, noch gleich mit Brand drauf zu gehen. Ja, glaube ich. Ich sehe, dass nur 30 Sekunden sind. Daher starte ich jetzt keinen neuen reinlaufen. Das wird nichts mehr. Stattdessen schiebe ich mir noch einen Schokokrossi rein. Und bedanke mich herzlich für euer Zuschauen, für eure langen Support, dass ihr auch Videos schaut, die Indie-Games sind. Dass ihr die Dinger einfach schaut und mit mir zusammen erlebt. Also daher vielen lieben Dank dafür. Für euch auf YouTube und natürlich für euch auf Twitch auch. Dankeschön. Ciao.